In diesem Video sehen wir uns das Ändern von Artikel an. Allerdings nicht in dieser herkömmlichen Art, die wir kurz aufrufen wollen, indem wir in dem Artikelstamm einen Artikel anklicken, auf Ändern klicken oder einen Doppelklick in der Liste machen. Nun können wir den Artikel ändern und die Änderungen natürlich speichern. Wenn wir nun mehrfach Änderungen haben, als simples Beispiel, wir wollen eine beliebige Anzahl von Artikeln einen neuen Lieferant zuweisen oder einem Ergebnis von Artikeln wollen wir eine neue Warengruppe zuweisen oder Preisveränderungen machen, wie auch immer. Dann ist es natürlich sehr mühsam, wenn Sie hier hunderte oder tausende Artikel von der Hand durchrödeln müssen. Also bei uns in Bayern sagt man durchrödeln, also nacheinander abarbeiten. So, dieses Abarbeiten können Sie auch bequemer machen, indem Sie auf Anwendungen, Artikel, Gruppenmodifizierung klicken. Hier haben Sie ein neues Fensterchen, in dem Sie Ihre Artikelliste, also das heißt die zu modifizierenden Artikel, definieren können. Und zwar, Sie klicken auf Suche starten. Nun haben wir die Extremsuche da, die Sie im Übrigen auch im Artikelstamm erreichen können. Bloß ganz kurz. Anwendungen Artikel, so können Sie auf Suchen klicken. Und dann haben Sie ja drei verschiedene Suchfenster zur Auswahl, die Sie, wenn Sie diesen Hilfstext, also diesen Tooltip da lesen, die Suche definieren mit Steuerung und Klick. Steuerung und Klick, hier können Sie sagen, welche Variante Sie verwenden wollen. Die Mega-Variante, die erweiterte oder die Standard. Ich empfehle Ihnen, entweder die erweiterte oder die Mega-Variante zu verwenden. Okay. Anwendungen, Artikelgruppenmodifizierung. In unserem Beispiel sagen wir ganz, ganz simpel, wir suchen diese Bezeichnung Muster in der Bezeichnung. Natürlich könnten Sie das mit einer Katalognummer kombinieren oder im Klartext, Sie können überall etwas eintragen und hätten dann ungefähr so 20 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, um Ihre Artikelauswahl zu verfeinern, damit Sie nur noch das in der Liste haben, was Sie tatsächlich wollen. Als Beispiel, Sie könnten sagen, überall wo eine Katalognummer M vorkommt, in der Bezeichnung Muster vorkommt, vom Lieferanten, was weiß ich, RM Collection sind, die eine Warengruppe haben und nicht mehr als, die im EK 5 Euro kosten. So könnten Sie es also alles zusammenbasteln, Ihren Suchstring. So, und wenn wir dann sagen, wir wollen das Ganze jetzt suchen, dann sagt er, okay, ich suche mal überall wo eine Katalognummer M vorkommt und in der Bezeichnung Muster. In der Katalognummer haben wir M. 25, also hier haben wir auch M und in der Bezeichnung haben wir Muster drin. Wenn wir hingegen sagen so, also Strich M und in Muster, dann hat er natürlich nichts, weil ja, also minus M ja nirgends vorkommt. Okay, ich nehme das hier wieder raus und sage suchen. Also das dürfte jetzt klar sein. Vielleicht noch als kleiner Tipp. Wenn Sie hier sagen, Sie wollen eine exakte Suche haben und klicken nun auf Suchen, erhalten Sie keine Ergebnisse. Warum? Weil Sie, wenn Sie hier auf exakt klicken, dann sucht er überall, wo Muster vorkommt, allerdings auch richtig geschrieben. So, Muster. Auch das ergibt keinen Treffer, weil wir suchen ja explizit nach Muster. So, und wir haben also hier keine inkrementelle Suche, wo wir dann sagen, Groß- und Kleinschreibung ist uns egal. Auch ist uns die Position unseres Suchbegriffs egal. Das bedeutet, es kann am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes stehen. Ganz egal. Okay, also exakte Suche herausnehmen, dann erhalten Sie eine schöne Liste, die Sie dann auch abarbeiten können. Wenn Sie Ihre Artikelliste definiert haben, klicken Sie auf Schließen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch auf eine kleine Zusatzfunktion hinweisen. Wenn Sie sich auf einen Artikel stellen in Ihrem Suchergebnis nun und auf das Auge klicken, springen Sie direkt zum Artikelstamm und stehen bereits auf den richtigen Artikel. Beispiel, mache ich jetzt auf den Artikel 3, klicke hier auf das Auge, sehen wir sofort im Artikelstamm und wir stehen bei unserem Musterartikel 3. Also ist ganz easy. Auch kann es natürlich vorkommen, dass wenn Sie jetzt da 20 oder 30 Artikel drin haben oder 100 oder 1000, egal wie viel, und Ihnen fällt auf, dass ein Artikel dabei ist, der vielleicht gar nicht in die Gruppenmodifizierung reinpasst, warum auch immer, weil Sie den vielleicht falsch eingegeben haben, egal, dann haben Sie die Möglichkeit, da machen wir jetzt einfach mal mit unserem Musterartikel 2, dass wir diesen aus unserem Such- oder aus unserer Änderungsliste herausnehmen, indem wir einen Doppelklick auf diesen Artikel machen. Jetzt sagt Wabi Profi 3, ob er den Artikel oder den Datensatz löschen soll. Keine Angst,
Er wird nur aus dem Suchergebnis gelöscht. Das heißt, alles, was hier in unserer Liste drin steht. Wenn wir hier sagen, ja, wir wollen den Artikel 2 löschen, und wir springen nun zum Artikelstamm, ist natürlich der Artikel 2 immer noch da. Denn im Artikelstamm bleibt er natürlich erhalten, nur in unserem Suchergebnis wieder herausgenommen. Okay, nun können wir hergehen und können Modifizierungen vornehmen. Eine Frage, die an dieser Stelle sporadisch kommt, können oder kann ich mehrere Modifizierungen in einem Aufwasch durchführen? Nein, aber Sie können es hierarchisch, also das heißt abarbeiten. Beispiel, Sie können sagen, das Ergebnis meiner oberen Liste soll nun einen neuen Lieferant bekommen, und zwar RM Collection. Nun klicken wir auf Neue Zuweisung übernehmen. Hier werden Sie zwei- oder dreimal gefragt, ob Sie das wirklich tun wollen, denn Veränderungen sind schnell durchgeführt. Aber wenn Sie sich wirklich vertan haben, dann ist es schwer rückgängig zu machen. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen natürlich, vorher eine Datensicherung zu erstellen, Ihre Modifizierungen durchzuführen und dann zu kontrollieren. Wenn alles in Ordnung ist, wunderbar. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, mit dem Sie nicht leben können oder wo Sie sagen, habe ich mich jetzt total vertan, dann gehen Sie einfach auf die Datensicherung zurück und laden die zuvor erstellte Datensicherung und können dann erneut mit Ihrer Gruppenmodifizierung vorgehen. Können Sie diese erneut vornehmen. Also ich sage, ja, das will ich tun. Wir sehen nun, dass wir hier anstatt unseren Hauslieferant RM Collection drin haben. Gehen wir auf den Artikel, sehen wir das auch. Ah, hier steht RM Collection drin. Auch ist der Artikel 3 und der Artikel 2 der Warengruppe Pumpen zugewiesen. Machen wir das gleich. Wir können nun sagen, pass mal auf, das sind jetzt keine Pumpen mehr, sondern das ist eine Testwarengruppe. Auch hier sage ich, ich will die Zuweisung übernehmen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sollte unser Artikel 3 jetzt die Testwarengruppe besitzen und unser Artikel 2 ebenso die gleiche Warengruppe. Also, Sie können die Veränderungen, die Sie tun wollen, nacheinander durchführen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, und es macht wirklich nur Sinn, wenn Sie natürlich gleichpreisige Artikel haben, die Sie über die Suche natürlich eingrenzen können. Also da immer ein bisschen aufpassen, dass Sie sagen, ich setze jetzt einen neuen Verkaufspreis. Der alte war jetzt 15,99 €, da könnten Sie sagen, ich mache jetzt hier 17 Euro draus. Dann würden alle Artikel jetzt den neuen Verkaufspreis erhalten. Genauso ist es natürlich mit dem Einkaufspreis. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine prozentuale Veränderung des Einkaufspreises durchzuführen. Und zwar, Sie können sagen, ich will den Einkaufspreis erhöhen um 3%. Oder Sie wollen ihn reduzieren um 3%. Interessant wird es, wenn es um den Verkaufspreis geht. Im Verkaufs- und wenn Sie das hier mal rechts beobachten, bitte. Im Verkaufspreis können Sie sagen, hier genauso, Sie wollen den Verkaufspreis erhöhen oder reduzieren um eine angegebene Prozentzahl. Nun kann es aber sein, dass Sie, wenn Sie einen Preis erhöhen, dass dann ganz komische Beträge rauskommen, weil Sie sagen ja, Sie wollen zum einen prozentualen Satz erhöhen. Es kann sein, dass da anstatt 15,99 € dann 16,21 € rauskommt. Das ist natürlich doof. Und dann könnten Sie sagen, pass mal auf, wenn da 21 rauskommt, dann mache ich jetzt minus 1. Ne? Wenn da 22 rauskommt, mache ich minus 2. Also Sie ziehen Centbeträge ab. Oder bei 23 minus 3, bei 24 sagen wir 1, also das heißt, dann soll er einen Cent dazu rechnen. Bei 25, das lassen wir stehen, damit wir von 24 auf 25 runden würden. Und von 23, 22, 21 würden wir dann auf 20 runden. Also Sie verstehen das Prinzip. Und natürlich können Sie an dieser Stelle die Positionen 6 bis 9 auch abarbeiten. Und hier könnten Sie sagen, pass mal auf, wenn 99 rauskommt, zum Beispiel 16,99 €, dann lass es so stehen. Ja, ist eine schöne Sache. Auch könnten Sie einen neuen Mehrwertsteuersatz zuweisen, denn es könnte ja sein, dass Sie Ware im Ausland eingekauft haben und aber aus Versehen bei einem Import, das passiert gern und häufig, weil es halt immer schnell gehen muss, hier der Mehrwertsteuersatz 19 zugewiesen wurde. Wenn Sie aber im Ausland einkaufen, kann es durchaus sein, dass Ihre Ware im Einkauf mehrwertsteuerneutral ist. Somit könnten Sie sagen, pass mal auf, neuer Mehrwertsteuersatz im Einkauf für die Liste hier oben. Und zwar dann meinen vierten Mehrwertsteuersatz, der in diesem Fall mehrwertsteuerneutral wäre. Auch könnten Sie sagen, hier eine neue Katalognummer. Oder Sie sagen, pass mal auf, für diese Artikel, die da sind, will ich eine Zugehörigkeit, sprich Set-Nummer vergeben. Also Sie sehen, Sie können hier sehr, sehr viel eigentlich damit machen.
Und es geht auch sehr, sehr schnell. Ich bitte Sie bitte nochmals eindringlich darauf Acht zu geben, dass Sie wirklich, bevor Sie solchen Gruppenmodifizierungen vornehmen, eine Datensicherung erstellen und dann Ihre Modifizierungen im Nachhinein kontrollieren. Und wenn es nicht in Ordnung ist, die zuvor erstellte Datensicherung zu laden, dann haben Sie den Ursprungszustand und können erneut mit Ihrer Modifizierung vorgehen, also oder können Sie es vornehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.